Willkommen zurück bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir befinden uns in Star Wars Battlefront 2 von 2005 und starten heute mit einem Soforteinsatz in Coruscant. Wir spielen mit der Republik, haben hier zur Auswahl Klontruppen, schwere Truppen, Klonscharfschützen, Klontechniker und da können wir noch Klonkommander und Jettruppen werden. Dafür müssen wir eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen, aber wir starten erstmal rein mit den Klontruppen. Ihr seht, es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die Grafikqualität, aber ich finde eigentlich ist das Spiel noch ein bisschen oder ist ein bisschen ausgereifter im Gefechtmodus teilweise als in den neuen Spielen. Beziehungsweise es macht mehr teilweise mehr Spaß, weil noch kein Pay-to-Win-Faktor dabei ist. Da vorne sind die ersten Druiden. Komm, wir springen mal darunter. Wir haben den ersten Druiden. Wir können auch hier durch unsere Waffen scrollen. Ah, wir brauchen hier schon unsere Hauptwaffe. Den nächsten erledigt. Und jetzt hat der Druide uns erledigt. Oder der Druidika von hinten, Mist. Wir können mal einen Scharfschütze versuchen. Jetzt nur die Frage, wie sucht man hier ran? Gut, den hätten wir. Wir werfen mal eine Granate, um das Schild der Druidika auszuschalten. Und ein bisschen Drohnensei hier erobern. Den nächsten Druiden hätten wir erledigt. Gut, wir müssen uns als Scharfschütze, dürfen wir uns nicht so in den Kampf hier eigentlich einmischen. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. In die Bibliothek. Und ist doof, ich weiß gar nicht, wie Zoom geht. Deswegen war eigentlich die Truppe ganz falsch für uns. Die sind immer noch gesperrt, dann nehmen wir lieber die normale Einheit. Damit kommen wir wenigstens zurecht. Und beim nächsten Gefecht werde ich dann mal die Auflösung runterstellen, weil ich kann hier gar nicht lesen, wenn da was steht, wie man zoomen kann oder so. Oh Gott, ein Magma-Druide. Mann, und es steht gerade 93 zu 99. Wir sind, glaube ich, die Blauen. Also im Moment liegen wir hinten. Gott, das Geschütz da hinten hat uns fast erwischt. Es hat uns erwischt. Wie ihr seht, ich habe das Spiel auch schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen verzeiht mir, dass ich nicht so gut bin. Aber ich denke, wenn man es ein paar Mal macht, wird es schon. Hier durch den Thronsaal. Hier oben gehört es noch uns. Aber die Druiden... Oh, da ist eine Druidika. Die schalten wir schnell mal aus. Gut, es war die Druidika. Oh, der Klon wurde von hinten erschossen. Und wir können jetzt als Mace Windu spielen. Jetzt hat das Stündlein der Druiden und Druidikas und Magma-Druiden geschlagen. Hier ist ein Sammelpunkt von den Druiden. Gut, die Klone helfen uns. Dann dürfen die den Punkt einnehmen. Wir suchen schon mal weiter nach anderen Druiden. Da ist wieder ein Kontrollpunkt der Druiden. Du erledigst unsere treuen Klone hier nicht. Und der Punkt gehört uns. Hier, jetzt erobern wir den Hauptthronsaal.
Wir werfen mal unser Lichtschwert nach den Druiden. What? Und Mace Windu ist gestorben. Wir müssen wieder eine normale Klontruppe wählen. Aber es sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir nur noch 20 Druiden zu besiegen. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht Lust auf die Kampagne hättet, die es hier in diesem Spiel gibt. Gut, hier müssen wir in Deckung gehen. Oh, die Granate hat gesessen, hoffentlich. Wir müssen Medipacks nehmen. Gut, wir sind Sicherheit. Nur noch 6 Gegner sind am Leben. Da ist noch Magma-Druiden am Leben. Aber sie haben uns nochmal das Leben gekostet. Noch 4 Gegner am Leben. Der Sieg für die Republik ist, denke ich mal, gekommen. Nur noch 3 Gegner. Komm, wir müssen uns beeilen. Sonst bekommen wir gar keinen Gegner mehr. Mace Windu muss noch schnell zum Sieg kommen. Nach 2 Gegner. Wartet auf euren Anführer. Er ist wieder aus der Medizinabteilung zurückgekommen. Die Frage ist, wo verstecken sie sich? Da hinten. Den hätten wir, nur noch einer fehlt. Wo versteckt sich dieser Wicht? Und wir haben gewonnen. Sieg. Wir haben 30 Einheiten, glaube ich, getötet und sind 5-mal dabei gestorben. Ja, und ich muss auf jeden Fall die Auflösung niedriger machen, weil man sieht hier gar nicht die ganzen Auszeichnungen. Und wir machen jetzt nochmal genau andersrum. Jetzt spielen wir einmal noch mit dem Druiden dasselbe Level. Jetzt spielen wir mit einem der Kampfdruiden. Und jetzt müssen wir die Klone hier raus verjagen. Wir haben welche erledigt. Das ist nur das, was zählt. Wir können hier einen Superkampf-Druiden, einen Angriffs-Druiden, Killer-Druiden, Technik-Druiden, Magna-Wache und Druidika nehmen. Dann nehmen wir mal jetzt einen Angriffs-Druiden. Wir haben unseren eigenen Mann erledigt. Wir müssen unsere Waffe wechseln und wir... das war eine dumme gesetzte Granate. Und wir können ja total schlecht zielen hier. Wir müssen mal hier versuchen, ihre Punkte hier oben zu erobern. Den hätten wir und jetzt da oben eine Granate reinschmeißen. Na Mist, wir haben keine mehr. Und unsere Waffe war auch leer. Oh Gott, da sind ja ganz viele gewesen noch. Noch 6 Punkte brauchen wir für die. Dann gehen wir wieder zum Superkampf-Druiden. Es steht jetzt gleich ausgeglichen. Und wir können das natürlich groß verändern, wenn wir ihre Punkte einnehmen. Oh, wir müssen uns zurückziehen.
Und er hat uns erwischt. Ich muss auch nochmal gucken, wie kann man denn eine Rolle machen? Ich glaube, ich mache gerade eine Rolle, oder? Ja. Da hätten wir den ersten, da oben versteckt sich einer. Da hätten wir den nächsten. Hier ist eine Medizinstation und hier können wir auch unsere Munition auffüllen. Komm, Leute. Mist, der Schaden war zu groß. Wir können mal hier an der Spitze des Thronsaals wieder spawnen. Noch einen Punkt brauchen wir, dann können wir eine Magna-Wache wählen. Bisher ist es immer noch ganz knapp ausgeglichen. Der Klon war etwas doof, dass er in unsere Reihen gegangen ist. Den Klon hätten wir. Den auch. Das war knapp. Und jetzt können wir Darth Maul. Der war immer mein Lieblingscharakter bei dem Spiel zu spielen. Wir gehen mal in Deckung. Und dann geht die Party ab. Komm, den da oben kriegen wir auch. Wo versteckt ihr euch, ihr lästigen Viecher? Er ist halt 100-mal geiler zu spielen als Mace Windu. Den treffen wir nicht. Und hier ist ihr Spawnpunkt. Wir zerstören mal diese Medikits. Und machen einfach Spawn-Kills. Die, wo hier spawnen, haben keine Chance, hier zu überleben. Ist hier noch jemand anders gespawnt? Anscheinend nicht. Komm, den Punkt haben wir gleich. Und der Punkt wurde erobert. Den hätten wir. Und jetzt schneiden wir einfach hier eine Schneise der Zerstörung durch die Reihen der Sturmtruppler. Und du mit deinem Geschütz macht Darth Maul auch nichts aus. Ich bin ein Sith Lord. Schon vergessen. Mit Mace Windu wäre ich hier halt schon 10-mal gestorben. Und hier töte ich einen Klon nach dem anderen. Kommen wir dann, erobern wir ganz alleine den Thronsaal hier. Noch 11 Leute fehlen. Die holen wir uns auch. Dich in der Ecke hier. Da will einer abhauen. Oh, hier ist an der Bücherei oder was das da ist. Ja, das ist die Bibliothek von den Jedis. Die holen wir uns auch. Jetzt müssen wir schauen, wo verstecken sich die letzten. Das ist immer noch den Klon hier. Also hier können welche spawnen. Jetzt müssten keine mehr spawnen hier. Und es verbleibt nur noch ein lästiger Klon. Wo versteckt er sich? Oh ja, wir haben ihn gefunden. Und wir haben gewonnen. Wir haben die böse und die gute Seite zum Sieg verholfen. Und jetzt können wir nochmal auf unsere Statistik schauen. Diesmal sind wir nur einmal weniger gestorben, haben 18 Kills mehr gemacht. Und was ist das für eine Auszeichnung? Weiß ich jetzt gerade nicht. Der Beste der Gegner hat 7 Leute gekillt und ist 3-mal gestorben. Und dann war es das von dem Video. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel hält oder ob ihr das vielleicht auch schon mal gespielt habt. Bis zum nächsten Video, euer Elsa. Ciao.